So, hallo liebe Modellbahnfreunde und liebe Soundfans. Ich habe euch ja von der 2050 schon erzählt. Ich habe sie jetzt fertig umgebaut. Ich kann euch da leider die Lok jetzt nicht aufmachen, weil die Rivarossi sind ja gerne geschraubt, die Gehäuse, und zwar von unten. Ich kann euch aber kurz einmal zeigen, von unten, wie das jetzt ausschaut. Und zwar, so, hier sieht man es. Moment, ich schalte das Kameralicht ein. So. Ihr seht, hier unten habe ich hier ausgeschnitten und da ist Schaumstoff hineingeklebt. Ja. Seitlich sieht das so aus, also es ist eigentlich kaum eine Erhöhung nach unten. Und selbst wenn, ist der Schaumstoff am Gleis kein Problem. Ja. Darunter verbirgt sich der Lautsprecher. Aber das ist natürlich jetzt nicht der runde, für den das vorgesehen ist, sondern ich habe natürlich so einen eckigen eingebaut. Ja. Ich habe in der Lok relativ wenig Platz für einen Lautsprecher. Und deswegen dachte ich mir, okay, ich möchte das schon von unten verwenden, einen Lautsprecher, aber dafür habe ich den Rahmen ausfräsen müssen, ja, dass dieser größere Dumbo-Lautsprecher, den ich noch übrig hatte, überhaupt reinpasst. Er klingt jetzt nicht sehr basslastig, aber er klingt dafür sehr klar und hat eine sehr gute Qualität. Es gibt kein Rauschen, kein gar nichts. Es ist vielleicht nur eben ein wenig ungewohnt hell für eine Diesellok, wobei ich finde, dass der halt für bis zu den Mitten sehr gut ausgeglichen ist, meiner Meinung nach. Ein basslastigerer wäre für eine Diesellok vielleicht ein bisschen angebrachter, würde sicher sehr geil rüberkommen, wenn man das, dieses dumpfe Klopfen hört von allem, was man bei einer Dieselmaschine eben so mitbekommt, aber trotzdem klingt die sehr gut. Der Lautsprecher ist, wie gesagt, qualitativ sehr hochwertig und Höhen und Mitten sind, also die gibt er wirklich sehr gut wieder. Ja. Da ist Lok Sound 5, also ein Lok Sound 5 Decoder drin mit einem ESO Lok Sound 5 Projekt von dieser Maschine. Also ein fertiges, was ich nur angepasst habe. Ja. Ihr habt wahrscheinlich das Video von der 2050 von diesem einen besten Freund von mir schon gesehen. Das hier ist jetzt nicht so viel anders. Ich habe ein paar Kleinigkeiten eben erneuert bzw. ein bisschen angepasst jetzt. Und ich möchte euch das ganz einfach zeigen und einfach trotzdem vorführen. Habe extra sogar, dass ich diese Lok fahren kann hier auf meiner Anlage. Jetzt da die Bahnsteige nochmal ein wenig bearbeitet, weil sie da unten so breit gebaut ist bei der Seiten, also bei der Seitenwandverkleidung, bei der Schürze unten, wo Batterie und Dieseltank drinnen ist, gibt es natürlich bei mir ein paar Probleme mit den Bahnsteigen. Und diese Bahnsteige sind ja nicht genormt, die ich habe, die sind einfach irgendwie dahin geschustert. Und jetzt habe ich vor allem auf den hinteren zwei Bahnsteigen, habe ich das jetzt niederschrauben müssen, weil ich habe die zwar nur draufgelegt und eben mit einem Superkleber angeklebt, aber das hält nicht so gut. Vor allem irgendwann geht das trotzdem auf und dann springen diese Bahnsteige eben so 1-2 mm in die Höhe. Und für manche Loks, so wie diese hier, geht es sich dann nicht mehr aus zum Fahren. Das ist natürlich schade. Jetzt habe ich das extra bearbeitet, dass ich diese Lok bei mir überhaupt fahren kann. Und das funktioniert so recht gut. Optisch ist das mit den Bahnsteigen da hinten jetzt nicht schön, wenn man die Schrauben noch sieht, aber momentan mache ich auf der Anlage eigentlich eh so gut wie nichts, weil ich mich sehr viel mehr auf den Sound konzentriere. Aber ja, das ist mir persönlich jetzt nicht so wichtig. Hauptsache, ich kann fahren und es ist auf jeden Fall noch immer besser als wie irgendein einfacher Kreis, würde ich sagen, mit einer einzigen Strecke, also mit einer einzigen Spur, sprich, ja, mit nur einem einzigen Gleis, ohne irgendwelche Ausweichmöglichkeiten. Und die Lok hier, Rivarossi, glaube ich eh schon klar, 21 MTC-Schnittstelle, hatte kein Rücklicht. Die hat, also ich habe dieser Lok jetzt das Rücklicht selbst eingebaut. Ich habe das so gemacht, ich habe die ganze Lok im Prinzip eigentlich zerlegt, kann man sagen. Vom Gehäuse musste ich die Führerstände ausbauen. Die haben da so eine Art, ja, ich weiß, das schaut so aus wie so ein dünner Moosgummistreifen, die drinnen rund um die LED-Teile geklebt sind, damit da eben nicht so ein Streulicht herrscht. Ja. Und ich musste das eben alles entfernen, die Führerstände ausbauen und da, Moment, Licht, da oben, also über diesen Scheinwerfer seht ihr ja, da ist schon eben das Schlusslicht. Das ist nur angedeutet am Modell, wenn man es eben ab Werk nimmt. Und da habe ich mir mit einem Lötkolben ganz vorsichtig
in der Mitte so eine kleine Grube hineingebrannt bei dem Schlusslicht. Und den Rest habe ich halt möglichst vorsichtig mit Hand aufgebohrt. Ja. Man muss von der Windschutzscheibe, das ist ja nur so ein Gussteil aus transparentem Kunststoff, da muss man da unten, da ist in der Ebene, wo das Schlusslicht drinnen ist, also wo man den Lichtnagel durchgeben muss, den man natürlich auch selbst fertigen muss, ja. Da muss man ein Stück wegschneiden und danach halt die Windschutzscheibe wieder reinstecken oder halt ankleben, je nachdem, wie gut sie hält oder nicht. Aber an sich nicht so ein Problem, man muss halt wirklich sehr vorsichtig sein, damit man da nichts zerbricht. Ich habe ein Skalpell mit einer neuen Klinge verwendet, um das halt möglichst vorsichtig zu lösen, wenn es halt möglich ist. Geht nicht immer, aber doch. Und habe das dann eben weggeschnitten, dann fertig durchgebohrt und mir aus Lichtleitern einen Lichtnagel gebaut. Den Führerstand muss man innen an der Seite leider auch bearbeiten, weil der Boden des Führerstands halt leider genau in die Ebene des Schlusslichts hineinragt. Da muss man da an der Stelle eben den Boden quasi wegschneiden, bis nicht mehr viel stehen bleibt. Und dann muss man den quasi neu machen. Und das habe ich mit so Moosgummis gemacht, mit so klebenden. Und habe die dann aber mit einem schwarzen Isolierband und Superkleber sicher dabei fixiert, dass das nicht im Führerstand herumfliegen kann, sollte sich das lösen. Dann habe ich den Lichtnagel in selbstgebastelten durchgesteckt und direkt dort drauf eine kleine 0603er SMD-LED in Rot mit Heißkleber hingeklebt. Als Vorwiderstand habe ich zwei Stück Metallschichtwiderstände verwendet in Serie mit je 1,5 Kiloohm. Ich habe leider keine 3 Kiloohm gehabt, deswegen habe ich halt zwei 1,5 Kiloohm verwendet und habe die halt in Serie geschalten, und das ist aber auf beiden Seiten so. Das heißt, vorne und hinten ist je eine rote LED in der Baugröße 0603, die sind sehr klein. Das heißt, da muss man beim Löten aufpassen, muss man vorher auch schön ausmessen, was ist Plus und was Minus, außer man versteht das Zeichen, was drauf ist. Das heißt, ein Dreieck, und das Dreieck ist an der Basis Plus, was ich so weiß. Also zumindest bei den LEDs, die ich verwende. Ja. Und ja, dann habe ich eben auch noch einen dreipoligen kleinen Stecker drauf gebaut. Die Pins, wo ich die Kabel drauf verlötet habe, die sind mit Schrumpfschläuchen versehen. In der Mitte ist Plus und außen ist jeweils einmal Führerstand 1 und beim anderen Führerstand 2 die geschaltete Minusleitung zur LED, und somit kann ich, wenn ich es verdrehen sollte, die Stecker auch kann ich mir auch nichts kaputt machen, weil in der Mitte ist Plus und links die zwei geschalteten sind sowieso Minus. Im Notfall leuchtet halt das Schlusslicht an der falschen Seite. Und dann ist es aber auch erledigt, wenn man den wieder um 180 Grad dreht. Das Gegenstück natürlich, da habe ich die Hauptplatine komplett ausgebaut und habe mir anhand der Pläne von ESU mit der Pinbelegung an die Hauptplatine direkt unterhalb auch das dreipolige Gegenstück, also sprich das Kabel mit Stecker, angelötet, um für das Schlusslicht eben die Versorgung zu haben. Ja? Da muss man dann ein bisschen schauen, muss man ein bisschen aufpassen, wie liegt der Decoder, wie liegt die Hauptplatine, und nach dem muss man halt dann anhand des Plans gehen, also anhand des Schemas, was ESO da immer meiner Meinung nach sehr gut mitliefert, und dann dementsprechend halt anlöten. Sauber löten bitte, Leute, wenn ihr das selbst macht, verwendet halt ein wenig Flussmittel, schaut, dass das aber dann sauber ist, dass ihr die Überreste wegwischt, dass da keine Verschmutzungen drauf sind, dass die Lötpunkte, die anderen, auch schön sauber bleiben. Und dann könnt ihr das ohne Probleme machen. Ich habe die Getriebe auch noch ein bisschen zerlegt, habe ein neues Schmierfett hineingegeben. Die habe ich über Willhaben gekauft, die Lok übrigens. War aber von dem Äußeren sehr gut beieinander. Hat der Herr auch gesagt, er hat sie nur einmal kurz auf die Gleise gestellt, ist gefahren zum Probieren. Und die Sache war erledigt. Und seitdem war sie nur noch in der Schachtel. Und dann dachte ich mir, gut, die gefällt mir eh am meisten in dieser Lackierung. Die wollte ich auch schon länger haben, und jetzt habe ich mir gedacht, okay, jetzt werde ich sie nehmen, jetzt schlage ich zu, weil die gibt es wahrscheinlich nachher eh nicht mehr oder nur sehr schwer. Und ja, der Umbau an sich, der hat gut funktioniert, das ist ein bisschen langwierig, weil das ist eine ziemliche Fitzlerei, die Arbeit, vor allem mit so Lichtleitern, wenn man die selbst bastelt und selbst mit dem Feuerzeug eben erwärmen muss, damit man so eine Art Linse machen kann,
bevor man das dann da eben reinstopft, dass das so eine Art Tulpenglas ergibt, wie es beim Original auch ist oder wie es bei manchen anderen Zügen ist, ja. Und an sich schaut das Modell jetzt mit dem dementsprechend hochwertiger aus, meiner Meinung nach. Es ist richtungsabhängig mit einer Taste geschalten, das Schlusslicht, so wie bei mir üblich mit F7. Und ich würde sagen, ja, 10 Minuten über den Umbau geredet. Jetzt werden wir mal die Maschine starten. Ja. Beim Starten nur vorweg, es ist so wie immer bei mir eingestellt, wenn ich ein ESO-Projekt habe, dass das Licht beim Starten, also wenn der Starter kommt, kurz einbricht, weil er die Batterie, den Motorstarter versorgen muss und der ein bisschen Energie braucht. Und danach, so wie der Motorstart nicht, also der Starter nicht mehr gebraucht wird, wird es wieder normal hell. So, und jetzt geht's los. Wir starten mal und rüsten auf. So, ja, die Lok ist aufgerüstet, das war schlicht und einfach. Ja, ich weiß, manche würden sich denken, ich möchte da auch eine Führerstandsbeleuchtung sehen, aber das war mir bei der Lok ein bisschen zu fummelig, diese Arbeit, und dachte mir, okay, bei einem schwarzen Führerstand sieht man das sowieso nicht gut, und ich wollte da jetzt nicht zu viel Aufwand betreiben mit Lackieren und so weiter drinnen, deswegen dachte ich mir, nein, ich lasse es, mir persönlich ist es auch nicht so wichtig, deswegen habe ich es dabei belassen, wie es ist. Aber klingelt tut's gut, klingt klar, kein Rauschen, kein gar nichts, super, gefällt mir sehr gut. Die Lok hat übrigens schon LEDs drinnen bei den Scheinwerfern, also jeder Scheinwerfer ist eine LED, aber sie hat nur eine LED pro Scheinwerfer, die hat keine zwei. Ja. Das Fernlicht kann ich trotzdem schalten, indem ich es einfach imitiere. So, jetzt ist es heller, jetzt ist Fernlicht und jetzt ist Scheinwerfer. Ja. Das kann man über die Einstellungen ändern, indem man den Scheinwerfer einfach mit weniger Helligkeit macht. Bei Licht vorne und Licht hinten 1 zum Beispiel ist bei mir der Scheinwerfer eingestellt und Licht vorne und Licht hinten 2 ist immer das Fernlicht. Ja? Und das ist halt auf voller Helligkeit und somit kann ich das eben dann quasi simulieren und das schaut sehr gut aus und ich habe wieder ein Lichtspiel mehr auf der Lok. So, wir gehen jetzt einmal die ganzen Sounds durch, die wir im Stand abspielen können. Das sind einmal die Hörner. Mit Loop. Das war das Sicherheitsventil. So, 4, das ist der Lüfter. Klingt aber sehr gut, gefällt mir sehr gut von der ESO. Kompressor. So, gibt man die Taste 6. Taste 6 bedeutet eben Rangiermodus oder Verschubmodus und beidseitig das Scheinwerferlicht. So, Moment, ich muss das Handy ein bisschen umgreifen. So. Ja, 6 wieder ausschalten. Jetzt werde ich noch kurz die Richtung wechseln. So. Und ihr seht schon, das Schlusslicht ist einmal hier, das ist aktiv. Ich wechsle nochmal. So schaut das bei mir aus. Schaut eigentlich sehr gut aus, finde ich. Gefällt mir schon sehr gut. So, 7 ist Schlusslicht, das ist aktiviert. 8 ist eben das Fernlicht. 9 ist Kuppel, da habe ich eine einzige Kuppelart eingegeben, nämlich von den Euroflimmerwagen. Aber das gefällt mir sehr gut, das zeige ich euch jetzt mal.
So, jetzt abkuppeln. So, 10 ist, glaube ich, Sand, das könnte man beim Fahren. Jetzt mal 11. Das ist durch die Zugbremse oder die Lokbremse. Aber die Lokbremse müsste das sein, bilde ich mir ein. Habe ich jetzt natürlich eine Anfahrsperre, ich kann nicht fahren. Und wenn das beim Fahren kommt, dann kann ich, also dann bleibt die Lok auch stehen, bis sie vollständig gelöst ist. Das heißt, ich kann jetzt Richtung wechseln hin und her, wie ich will. Aber es passiert nichts. So, 11 deaktivieren. Bremse wird gelöst. 12, das ist natürlich jetzt auch ja, Zug- oder Lokbremse. Und 13 ist die Handbremse. Dasselbe Spiel in rosa-rot. Wenn irgendeine Bremse aktiv ist, gibt es eine Anfahrsperre oder ein Abbremsen, solange sie aktiv ist, wenn der Lok in Bewegung ist. So, 14. Bahnsteig 9. Regionalzug nach Lasertalia fährt ab. 15. Regionalzug nach Obertraun, Bachsteinmühlen. Für die, die es nicht so ganz gehört haben. 17 sind die Türen, da habe ich momentan die Eurofilme drinnen. Die habe ich übrigens auch neu bearbeitet. Mit 18 kann ich die Tür nochmal öffnen, dann kommt das der Einzeltürton. Und wenn ich es jetzt abschalte, kommt dann der Schachterpfiff und das Türschließen mit einer Einzeltür. So. Ja, 19 ist die SIFA, da ist eine mit dabei. 20. Die Rangierfunk. Auf Österreichisch. Und ja, der Rest kommt beim Fahren. Ich würde sagen, wir werden das einfach mal ein bisschen herumdüsen. Dann könnt ihr euch einmal das Motorgeräusch geben. Und zwar live. Los geht's. Sie verquittiert. Hoppala. Das wollte ich, sanden. Quietscht auf einmal ein bisschen, war vorher nicht so. Ich habe sie auch eingefahren in beide Richtungen, bevor ich überhaupt mit ihr Videos gemacht habe.
Ich lasse die Seafest kommen. Macht schon ein gutes Bild auf der Anlage, finde ich. Ist ein bisschen klobig, das Modell, also die Lok selbst, aber ich finde so, es ist einfach auch mal wieder ein bisschen was anderes. Rangiermodus. So, rangieren wir mal zurück. Thank you.
Leerlauf. Soundfader. Das ist 26 gewesen. 25 ist die Bremstaste. So, ich werde mir in die andere Richtung fahren. Die klingt schon sehr gut, finde ich. Also mir gefällt der Sound schon super von ESO.
So. Ich würde sagen, das war es. Ja, das war's jetzt mal. Ich bin schon ein bisschen müde, deswegen wird das Video von der Aufnahme her von der Lok selbst nicht so lange. Und ja, also der Sound von ESO, den finde ich schon mal sehr geil. Ich habe auf Leo Soundup früher mal auch ein Projekt von ihm gehört, klingt auch sehr gut. Also mir gefallen beide sehr gut. Das von ESO ist halt leicht zugänglich, es ist ja kostenlos. Deswegen dachte ich mir, okay, ich nehme das, da kann ich auch selbst ein bisschen mehr kreieren und habe da freiere Hand drüber. Deswegen habe ich das gewählt, aber gefallen von der Tonqualität tun mir beide. Also auch vom Ablauf, vor allem Lok Sound 5 ist einfach eine geile Sache. Und die Lok an sich, also das Modell an sich ist auch ein sehr schönes Modell, finde ich. Also das ist Rivarosse schon gelungen. Und ja, wenn das halt stört, dass die Lok kein Schlusslicht hat, dann muss man halt selbst ein bisschen Hand anlegen an dem Modell und muss halt umbauen. Man kann natürlich da machen, wie man möchte. Ja, das mit den Lichtleitern ist auf jeden Fall eine gute Idee. Das ist dann sowieso im Gehäuse fix, also weil das wird ja dann sowieso auch unter dem Führerstand verklebt, also wenn man das halt so machen möchte. Ja. Aber es funktioniert sehr gut. Man muss halt auch darauf nur schauen, dass man dann einiges an schwarzen Isolierband verwendet, wenn man halt das Streulicht eben nicht haben möchte. Man muss dann das quasi abkapseln, das Schlusslicht, ja, vom Weißen, weil das ist nämlich genau untereinander angeordnet. Und ja, das ist halt der einzige Nachteil, aber ansonsten finde ich, ist die Lok sehr gut gelungen, meiner Meinung nach. Und es soll, glaube ich, von Jägerndorfer auch eine 2050 rauskommen. Die soll preislich aber auf dem Niveau von den ESO-Modellen stehen, also von den ESO Engineering Editions, was ich so gehört habe. Die sollen, glaube ich, sogar Rauchgeneratoren mit einbauen und sämtliche Lichtspiele mit können. Das Einzige, was sie vielleicht nicht können, das ist, glaube ich, die Bremsfunken, wenn ich das richtig verstanden habe, aber sonst sollte dann alles können, auch wie die ESO im Prinzip. Also wenn ich es richtig gehört habe zumindest. Ich hoffe, ich erzähle euch da jetzt keinen Blödsinn, aber das habe ich zumindest von irgendwem mal erzählt bekommen. Und das wäre natürlich eine geile Sache, ja, wenn Jägerndorfer auch so quasi so Engineering Editions macht. Ja. Vor allem von so ÖBB-Loks, weil ESO, natürlich ist es nicht böse gemeint, aber ESO macht ja doch nur für deutsche Lokomotiven so Engineering Editions. Ja, ist ja natürlich auf der einen Seite klar, weil ein deutscher Hersteller, also eine deutsche Firma ist das, ESO. Auf der anderen Seite wäre es schon geil, auch eine klassische ÖBB-Lok zu sehen, weil, ich meine, ESO kann das garantiert sehr gut umsetzen, also meiner Meinung nach, ja. Und ich glaube, wenn ESO zum Beispiel einen 10 oder 11, 16 Taurus macht, also als Modell und auch einen komplett neuen Sound, mit wirklichen Frequenzwechseln, mit Hörbaren, mit Originaltonleiter, ja, weil die können das garantiert, ja, und dann ein dementsprechendes Modell dazu bauen, vielleicht sogar mit heb- und absenkbaren Bügeln, also Pantos, da kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass das dann wie eine Bombe einschlagen würde, im positiven Sinne. Natürlich wäre es sicher sehr teuer, keine Frage, ja. Weil das kostet halt was, so eine Qualität und solche vielen Funktionen in einem Modell als Komplettpaket. Aber ich glaube, ESO könnte das schon. Und zwar, die könnten das sehr gut, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Habe sogar schon mal an ESO geschrieben früher, ob sie das vielleicht sich überlegen. Aber naja, es kommt halt eine leider eher allgemeinere Antwort, dass sie das halt eben toll finden, dass man Interesse hat an ihren Produkten. Und ja, aber es freut sie auf jeden Fall, dass man eben auch so ein bisschen so Ideen mitbringt. Aber an sich wäre ich schon davon ausgegangen, dass sie es vielleicht einmal tun. Also wenn sie auch ein bisschen ÖBB-Modelle machen würden, wäre das schon eine geile Sache, weil ich finde, dass sehr viele ÖBB-Lokomotiven da schon ein hohes Potenzial haben.
von ESO als Engineering Edition gebaut zu werden. Vor allem, weil es ja auch einige deutsche Fans österreichischer Lokomotiven gibt. So ist es ja nicht. Nicht nur, es ist ja nicht nur umgekehrt so. Aber das wird ESO ja irgendwann einmal vielleicht auch nicht machen. Hoffe ich zumindest. Das wäre schon mal eine geile Sache, muss man schon sagen. Ja, ich hoffe, dass euch der Sound gefallen hat. Und das Modell an sich ist, finde ich, schon sehr gelungen. Da gefällt mir es wirklich sehr gut. Und auch wenn das jetzt nicht die Tannengrüne ist, sondern diese Valusec-Lackierung, finde ich, kann man trotzdem diese Waggons mit ihr ziehen, denn das passt zumindest von der Epoche ziemlich gut zusammen, finde ich. Ja, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Reinschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video hoffentlich wieder. Und mein nächstes Projekt wird sein, das habe ich schon hier von einem meiner besten Freunde, ein alter Hupactaurus von Rocco, der noch die Glühbirnchen drinnen hat. Da werde ich ihm LEDs einbauen und gegebenenfalls noch eine andere Spielerei. Und wenn ich dazu komme, werde ich euch das vielleicht auch noch zeigen. Gut, ich danke euch auf jeden Fall. Ich wünsche euch noch einen schönen Montag, eine schöne Woche und bis zum nächsten Video sehen. Würde ich sagen, schöne Grüße. Ciao.